Heute ist Donnerstag, heute gibt es die Game News, aber wir sehen uns gleich wieder. GTA 5 für PC ist draußen. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber jetzt wirklich große Vorteile gab es ehrlich gesagt nicht. Es gab den Rockstar Editor, den es aber bald auch für Xbox One und PS4 geben wird. Es gab den Regisseur-Modus, ebenfalls bald für Xbox One und PS4. Es gab eine bessere Grafik. Ob das jetzt wirklich so wichtig ist, wage ich zu bezweifeln. Obwohl es natürlich sehr schön ist. Aber der Mod-Support hat gefehlt. Der Mod-Support war auch wirklich für viele der einzige Grund, warum die es gekauft haben. Für mich war es auch einer der wichtigsten Gründe. Und der hat einfach gefehlt. Da gab es viele große Probleme, von wegen, dass man hier einfach gebannt wurde wegen Mods und man durfte dann noch nicht mal Offline-Mods benutzen. Aber nun hat sich Rockstar dazu bekannt und man darf jetzt Offline-Mods benutzen. Wenn man sie natürlich online benutzt, wird man natürlich gebannt. Aber offline darf man sie benutzen, wie man fröhlich ist. Und es kommen auch langsam richtige Mods raus. Es gibt schon Grafik-Mods, die es schon früher gab. Es gibt so Sachen, die Texturen ändern, wie zum Beispiel von Autos oder Tattoos hinzufügen, T-Shirts. Aber es gibt auch ganz große Mods, wie zum Beispiel, dass man einfach als Cop spielen kann und dann einfach Verbrecher jagen kann und so weiter. Also es gibt eine sehr große Auswahl. Es gibt noch nichts, das irgendwie Modelle hinzufügen, wie zum Beispiel, dass man als Hulk rumlaufen kann oder so. Aber alle Modelle, die man in GTA hat, die werden auch vollkommen genutzt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man wirklich auch alle neue Modelle hinzufügt. Eine Seite für Mods ist zum Beispiel GTA 5 Mods, da hole ich mir zum Beispiel mal die Mods her, das ist auf jeden Fall ziemlich aktuelle Mods und die habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Wer GTA 5 für PC hat, kann mal gerne da reingucken, da gibt es eigentlich so gut wie alles zu finden. Außerdem ist vergangenen Dienstag Witcher 3 erschienen. Das hat bereits höchste Kritiken erlangt, fast volle Punktzahl überall. Nur kleinere Bugs und die Probleme mit der Steuerung für den PC verhindern eben die höheren Punktzahlen. Natürlich, wie bei vielen großen Spielen, besonders Open-World-Spielen, gab es eben Gerüchte um Grafik-Downgrades und sonstiges. Ob das jetzt wirklich so besonders ist, weiß ich jetzt nicht. Natürlich, dass irgendwie der Trailer eine bessere Grafik hat als das Spiel. Natürlich muss das Spiel irgendwie gut aussehen, um verkauft zu werden. Das ist auch vollkommen klar. Ist auch ganz klar, dass wir hier keine 20K-Auflösung für eine riesige Open World verlangen können. Das ist doch wohl auch irgendwie klar, ne? Also, natürlich solche Bugs, wie zum Beispiel, dass Leute auf Ultra-Einstellung einfach direkt vor einem irgendwie erscheinen, das ist natürlich nicht das gewünschte Ziel, aber das wird bestimmt noch irgendwie weggepatcht. Aber so diese größeren Unterschiede, die kann man doch wohl verkraften. Das ist doch wohl verständlich, dass nicht irgendwie der volle Trailer irgendwie die Grafik da im Spiel fertig drin ist. Das ist doch irgendwie nicht selbstverständlich. Ansonsten ist das Spiel hervorragend, wie alle sagen. Leider habe ich das Spiel noch nicht, also kann ich euch dazu nichts weiter sagen. Lest euch gerne die Tests durch, ja, aber ansonsten vielleicht gibt es irgendwann hier auch mal irgendwie so Infos dazu. Anscheinend arbeiten die Leute von Visual Games an einem neuen Star Wars Spiel. Worum es genau gehen wird, können oder dürfen die noch nicht sagen. Aber wenn man so ein bisschen die Tweets von denen verfolgt, dann wird schon ganz klar, dass in allen Tweets irgendwie Han Solo vorkommt und deshalb ist schon ziemlich wahrscheinlich, würde ich schon fast sagen, dass Han Solo irgendwie sein eigenes Spiel bekommen wird. Das alleine macht ja noch keine Sensation aus, besonders wenn man bedenkt, dass Ende des Jahres Star Wars Battlefront schon in den Startlöchern steht. Was aber interessant am Spiel ist, ist, dass alle nicht filmischen Stories, die bisher erschienen sind, also Videospiele natürlich, Bücher, Comics, und sonstiges, alles was rund um Star Wars handelte, das meiste für ungültig erklärt wurde. Somit, wenn ein neues Star Wars Spiel rund um Han Solo gemacht wird, wird auf jeden Fall eine brandneue Story erzählen können und die wird auch relevant für die weiteren Filme. Außerdem ist vielleicht sogar was über die Spielmechanik bekannt, denn das bereits gecancelte Star Wars 1313
sollte ja auf der Uncharted-Spielmechanik basieren und bei diesem Star Wars-Spiel wird auch die Autorin von Uncharted mitarbeiten. Dadurch lässt sich vielleicht schon ahnen, dass es wieder mit der Spielmechanik von Uncharted zu tun haben wird. Aber mit Lichtschwertern. VR-Pornos. Ja, das ist in letzter Zeit ein sehr großes Thema. Okay, eigentlich nicht. Aber Oculus hat angekündigt, dass die Oculus Rift frei zugänglich sein wird und deshalb auch Pornos nicht irgendwie gesperrt werden, wie viele vermutet haben. Also werden VR-Pornos weiterhin für die Oculus Rift erscheinen. Es gibt ja schon so ein paar Anime-Normal-Porno-Sachen. Aber bisher ist es ja nur Beta, da die Oculus Rift ja noch nicht in der Vollversion raus ist. Aber auch dann könnten allerlei VR-Pornos erscheinen. Das ist auch wirklich nicht verwunderlich, denn wenn man bedenkt, Internet ist für Porn. Und so ist es doch irgendwie selbstverständlich, dass irgendwie, um einen Vorteil zu bekommen, auf der Oculus die Pornos erlaubt werden. Pornos selbst machen einen sehr großen Markteinteil aus, das ist eben Fakt. Und um sich eben ein bisschen auch in andere Gefilde zu begeben als nur Videospiele, kann man sich wohl auch vorstellen, dass VR-Pornos ein weiterer Bereich ist, in dem man expandieren könnte. Okay, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich finde den Schritt auf jeden Fall ziemlich verständlich. Warum sollte man auch irgendwie Pornos verbieten? Ist ja auch irgendwie, Pornos sind ja frei zugänglich im Internet. Ob man da jetzt wirklich das für gut heißen kann, ist eine andere Frage, aber es ist eben Fakt. Und warum sollten die dann auch nicht frei zugänglich? Natürlich ab 18, das ist ganz klar. Ab 18 frei zugänglich für die Oculus Rift sein. Außerdem ist es ja Fakt, dass 90% des Datenverkehrs im Internet von Pornos ausgehen. So, und ich habe in dieser ganzen Folge so oft Porno gesagt, ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Also, hier drüben seht ihr die letzten zwei Videos. Wenn euch das Format gefällt, gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt, einfach mal abonnieren. Ich verabschiede mich für heute und bis zur nächsten Woche.